Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seit Urzeiten gehört das Fleisch zu unseren wichtigsten Lebensmitteln. Es bedeutet Genuss und versorgt uns mit lebensnotwendigen Nährstoffen und Vitaminen. Die Haltung im Fleisch gegenüber ist allerdings auch kritischer geworden. Viele Konsumenten sind unsicher und haben zum Teil sogar Angst als Folge der negativen Schlagzeilen, die regelmässig auftauchen. Beim Fleisch von Coop Naturaplan ist die Angst allerdings unbegründet und die Sicherheit garantiert, weil man die Herkunft bis zum Bauer zurückverfolgen kann. Jungrinder wachsen natürlich auf. Viel Auslauf und eingestreute Liegeflächen mit Tageslicht sind Vorschrift. Das Futter besteht aus Muttermilch, später aus Gras und Heu vom eigenen Betrieb. Zusatzstoffe oder gentechnisch veränderte Futtermittel sind verboten. Mit regelmäßigen und unangemeldeten Besuchen kontrollieren die Vertreter vom Schweizerischen Verein für Ammen- und Muttertierhaltung das Einhalten der Vorschriften. Zur Schweizer Landwirtschaft mit den ausdehnten Weiden und den Bergregionen passt Naturabif optimal und es ist bekannt für seine Spitzenqualität. Auch das Team von Teleskop, der neuen Mittagssendung auf SF1, hat sich für ein entsprechendes Rezept entschieden. Ja, Fleischvögel kennt ja eigentlich jeder. Sei es vom Metzger oder von Grossmutter. Wir machen sie heute nämlich ein bisschen speziell. Wir füllen sie speziell, nämlich mit Äpfeln. Und dazu empfehle ich einfach mal einen Herdäpfelstock zu servieren. Ich zeige Ihnen eine ganz lustige Anrichtart für einen Herdäpfelstock. Und bei dieser Bratpfanne habe ich schon mal den Äpfelsaft und den Zucker aufgekocht. Mhm. Jetzt kommt der Sojasa-Äpfelstückchen auch gleich rein. Dann tun wir die schön dreitischen. Ah. Und da sieht man, also, wie man mal ein altbewährtes Gericht neu präsentieren kann. Sehr gut den Stock auch mit dem Glassenlöffel anrichten. Das ganze Rezept sehen Sie, wie gesagt, in voller Länge zum Nachkochen. Morgen über Mittag um 12:30 auf diesem Sender oder wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Ebenfalls in der neuen Coop-Zeitung findet man wieder eine grosse Zahl von Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Sabrina? Das stimmt. Neben regionalen Aktionen mit Naturabif haben wir unter anderem ganz tolle Halbpreisangebote, wie zum Beispiel Uva Italia im 3-Kilo-Karton kostet 5,90 Franken. Naturaplan Biomüsli im Duopack gibt es für 6,10 Franken. Und 8 Rollen Haushaltpapier von Coop Ökoplan für 4,40 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen sollten. Danke, Sabrina. Bei mir im Bistro begrüße ich jetzt den Armin Amrain. Herzlich willkommen. Grüezi miteinander, Sali Pascal. Armin, Fleisch ist aus eigener Erfahrung recht schwer auf den Punkt zu bringen. Wie sieht man zum Beispiel bei einem Roastbeef, wenn es so weit ist? Am einfachsten ist sicher ein Fleischthermometer, der die Innentemperatur vom Stück anzeigt. Bei kleineren Stücken kann man auch mit Fingerdruck arbeiten. Und auf was muss man schauen, damit das Fleisch so richtig saftig bleibt? Fleisch sollte man eigentlich erst im letzten Moment würzen. Salz entzieht ihm nämlich die Feuchtigkeit. Durch schnelles Anbraten im vorgeheizten Ofen ziehen sich die Bohren zusammen und der Saft bleibt drin. Nach dem Braten, ca. eine Viertelstunde, mit Alufolie abdeckt, an der Wärme ruhen. Der Saft verteilt sich dann gleichmäßig im Fleisch und beim Aufschneiden läuft viel, viel weniger aus. Danke vielmals. Und so sieht ein perfektes Roastbeef aus, wenn man Tipps von Armin befolgt. Weißt du übrigens, warum das Naturabeef zum Teil blau und zum Teil grün verpackt ist? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es hat etwas mit Bio zu tun. Genau. Das Naturabeef aus artgerechter Haltung und Fütterung ist blau verpackt und wird in der Metzgerei in einer blauen Schale angeboten. Das in der grünen Packung ist Biofleisch und von Höfen, die vollständig auf biologische Landwirtschaft umgestellt haben. Es ist jetzt übrigens auch in den kleinsten Läden verfügbar und nach wie vor in unserem Restaurant Bio Tavola an der Expo 02 in Neuchâtel. Wer noch nie an der Expo war und das Bio Tavola und unsere Ausstellung Manna noch nicht gesehen hat, kann das bis am 20. Oktober nachholen. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen unter anderem, welche Herdöpfel sich am besten für Pommes frites und welche für Herdöpfelstock eignen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.